Boah, ja. Gestern, ne? Ich war auf der Autobahn. Auf einmal gab das einen lauten Knall, ne? Ich denke, was ist denn jetzt los? Es gab einen lauten Knall. Mein Auto hatte so einen Ruck nach vorne, ne? Aha. Und da war wieder alles gut. Ich denke, was ist denn Huch. jetzt gebacken hier, ne? Ey, ich denke, ne, komm, jetzt fährst du nochmal nach dem Manni. Ich denke, habe ich dem das gesagt und so, ne? Er sagt, ja, wann haben wir denn die Zündkerzen gemacht? Ja, ich sag, vor 4 Jahren, ne? Er sagt, es war nämlich so eine Fehlzündung, ne? Ach so. Und jetzt hat er mir erstmal, jetzt wollen wir erstmal beobachten, so eine Reinigung in meinen Tank getan, ne? Weil du hast ja Ablagerung mit der Zeit, ne? Ja. Und dass dann die Düsen und die Schläuche und das alles wieder frei wird und so. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wenn das dann nochmal kommt, ja, dann darf ich mir noch neue neue Zündkerzen besorgen. Aha. Na, oh, immer mal was Neues, ey. Na ja, wenn es aber auch ein älteres Auto ist, hat es immer mal so Zipperlein. Ja, aber weißt du, ich bin ja kurz davor, das Auto wegzugeben. Und da wollte ich eigentlich nicht mehr so viel. Gedöns. Genau. Ich bin zwar ab Knie abwärts gelähmt, habe aber auch eine Blasendarmlähmung. Also ich bin von der Behinderung her irgendwas mittendrin. Ach Mensch, arme Sau. Na, hast einen Musste. Hasen überfahren. Auf der Autobahn. Ja. Der arme Yogi. Ja, Mensch, muss das denn sein? Ey, wenn jetzt dein Auto kaputt gehen sollte, dann steige ich dir aber aufs Dach immer. Das kannst du glauben. Okay. Ich sag meinem Auto Bescheid. Vor allen Dingen fahre ich dann nach meinem Urlaub dann die Woche. Da fahren ja meine Eltern nach Holland. Ja. Und das heißt, ich fahre mit dem dann auch nochmal nach Holland. Ey, was mein Auto dieses Jahr alles noch vorhat. Kurz bevor ich den weggebe. Zum Abschied. Zum Abschied, ja. Kannst du sagen, Gruß von Yogi, hör mal. Ja, mach ich. Also mit 11 Sandsteinen komme ich hier nicht parat. Ich muss jetzt in die Wüste Sandstein holen. Ist doch viel zu gefährlich. Boah, ist das ein cooler Kamin. Hände wärmen, es ist so kalt. wo? An Nordpol. Ich könnte jetzt eine Gefriertruhe brauchen und ich bin im Keller.
Auf der Südhalbkugel ist es jetzt kalt. Die haben gerade Winter. Also auf zur Südhalbkugel. Ich friere auch total. Ja. So. Bin mal Sandstein holen. Mach das, aber wir haben noch unheimlich viel Sand, ne? Also Nee, wenn wir. unheimlich viel Sand haben wir nicht. Viel Sand. Wir haben hier eine Reihe und 2, 4, 6, 7. Also ich meine, ich habe in der Schulkerkiste irgendwas noch gesehen. In der Schulkerkiste. Ah, da. Okay, dann bediene ich mich da erstmal. Mal sehen. Ja, wenn du das auch versteckst. Entschuldigung. Kommt nicht mehr vor. Okay, dann mache ich da mal gleich raus. Brauchen wir? Naja, vielleicht schon. Mensch, was verbaue ich mich denn hier heute? ach, ich habe mal eine Frage. Wenn ihr dann kommt, habt ihr was gegen eine Umarmung wegen Corona-Zeit? Zeugs oder lieber Hände schütteln? Hey, es gibt eine fette Umarmung, ey. Also, ich hoffe mal sehr für dich, dass du negativ bist. Nee, das gibt schon eine Umarmung. Und wenn er mit Mundschutz ist, ist mir auch egal. Also, ich denke auch, da passiert nichts an. Man kann es ja alles hinterher wieder abwaschen. Ich habe immer mein Desinfektionsspray und sowas mit. Desinfektionstücher. Habe ich immer alles in meiner Handtasche. Ich frage mich echt, wo der Angler hier wieder hin ist, ne? Wo der was? Wo der Fischer hier wieder hin ist. Ja, das ist die Frage, ne? Ist bestimmt wieder zum Dom. Eine Ja, Beichte aber da abgeben. kommt er ja nicht mehr hoch, ne? Aber der ist echt wieder weg.
ist aber auch nicht hier oder so, ne? Schläft hier einer? Nee. Ich habe schon Desinfektionsmittel für Möbel und Hände bestellt. Das bekomme ich ja jeden Monat von der Kasse gezahlt. Ah. Einen Vorteil muss es ja haben, Mensch. Ja, das Problem hatte Mama auch. Die ist ja im Sanitätshaus und wo das ja so extrem war, waren selbst die nicht mehr daran gekommen, ne? Ja, und schlimm. Dann standen die Leute da, ja, aber wir haben Anrecht darauf. Ja, sagt sie, das ist schön und gut, dass ihr ein Anrecht darauf habt, wenn nichts da ist, ist nichts da. Ja, aber. Ah, kein Aber. Gibt nix. Dann wären die meisten nämlich auch noch frech dabei. Am lächerlichsten fand ich ja die Sache mit dem Klopapier. Das war dann nicht zu glauben, oder? Ja, das war definitiv nicht zu glauben. Wenn ich eventuell schon an Corona sterben sollte, dann muss wenigstens mein Arsch glänzen, ne? Wir mussten ja sogar Oma und Opa Klopapier schicken mit per Eilpost, weil Oma war hat komplett Remscheid abgeklappert und da war nichts mehr. Null. Und da hatten wir hier Gott sei Dank gekriegt, da haben wir dann für Oma und Opa ein Päckchen dann zukommen lassen. Das Problem hatte ich vor 2 Monaten. Da konnten die mir in Anführungsstrichen nur Handschuhe besorgen, weil Desinfektionsmittel einfach leer war. Ja, es war auch so. Und bei Mama sind sie da echt stellenweise richtig grantig geworden, ne? So nach dem Motto, was denn ihr einfallen könnte, dass kein Desinfektionsmittel und das alles nicht mehr da ist, ne? Und die sind ja auch hierher gegangen. Und auch hier, Papa musste ja wieder zur Vorsorge. Und da waren die dann sogar stellenweise hierher gegangen und hatten die Desinfektionsspender und sowas in den Krankenhäusern hier abgeräumt und so. Ja, das einfach ist bei nur uns auch widerlich. Passiert. Einfach nur widerlich. Ja. So, wie geht das denn jetzt hier weiter? Das kann ich dir nicht sagen, du. Wie das hier weitergeht, wenn das so weitergeht, dann haben wir den nächsten Lockdown. Die soll mal schön den Ball flach halten. Deine Mama bestellt doch auch nur von einer Firma. Und wenn die nichts liefern können, dann kann sie nichts dafür. Richtig. Nee, das ist so, dass sie das selber macht. Ne? Ja, klar, Mama. Ja? Die produziert das, weißt du? Die ist ja, in der Produktion. Ja, und dann hortet sie das und dann verkauft sie das für einen dreifachen Preis heimlich hinterrücks unterm Ladentisch. Ja, klar. Das hättest du mal machen sollen, siehst du? Ja, verdammt.
Warum kommt ihr solche Ideen, wenn es schon vor zu spät ist? Ja, weil wir nicht zu dieser Sorte Leute gehören. Ja, das stimmt. Und da bin ich man auch froh drum. Ja. Gute Einkommenquelle, ja. Recht. Ah, doch, machen wir mal so ein Zweier hier hin. Falsch. Wie falsch? Was ist Falsch denn da schon gebaut. wieder los? Scheiße, ich hab kein Blau mehr. Blau ist schwierig. Naja, nee, wir haben ja Lapis Lazuli. Ja, hier kommen die Kellners noch alle schön dran vorbei. Dup, 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 dup. Perfekt. Hier kann man auch noch irgendwas hinmachen. Hier ist auch noch freie Fläche, wo was hin kann. Und dann kann man hier schön gemütlich sitzen und Cocktail schlürfen. Bin schon wieder out of Sandstein. Boah, was machst denn du schon wieder, ey? Ich baue die Kuppeln. Wie bei einer Kuppel schon so viel verbrauche. Ach, ich habe auch leider schlechte Nachrichten für euch wegen dem Dom in Bamberg. Was mit dem? Der ist wahrscheinlich Abgebrannt? geschlossen. Ach Mensch. Ja, da musst du jetzt da mal also tätig werden, dass die den da wieder aufmachen. Sag mal Bescheid, dass wir kommen. Also sag denen, die VIP kommt. Einmal eine VIP aus Berlin, eine VIP aus Köln. Ja, ganz Genau. wichtig. Und wenn die da nicht sofort den Dom aufmachen, kannst du denen sagen, die haben den Kölner Dom nachgebaut. Ja, guckt euch das an. Ja. Der Bamberger Dom kann sowieso dagegen stinken gehen, aber egal. Ja, der Kölner Dom. Ja, den gibt's jetzt zweimal. Einmal in echt und einmal in Minecraft. Und wenn die, ihr die nicht sofort jetzt hier reinlasst, wenn die da sind, ja, damit die den auch eventuell nachbauen können, Genau. ja, dann ist ja zappenduster. Die VIP kommt am 17. und fährt am 20. wieder. Also in der Zeit muss es offen sein. Mindestens. So. Sonst sagst du, der Papst küt, da machen die auf jeden Fall auf. Hat denn einen katholischen Dom? Weiß ich gar nicht. Ist doch real. Man muss alles Wenn es ein ausnützen. evangelischer ist, interessiert die das nicht. Oh, sind die auch noch so? Ja, die Katholiken sind da selber auch so. Ich weiß gar nicht, ist der Kölner, der ist katholisch, ne? Ja, Kardinal Meißner war das früher. Ist das immer noch der Meißner oder? Keine Ahnung, mich darfst du noch fragen, wenn mein Name nicht fragen. Das darfst du mich nicht fragen. Von außen kann man aber trotzdem Bilder machen. Man kommt sehr nah ran. Hallo. Man muss da auch sehen, wie die Kirche von innen aussieht. Boah, weißt du, was hier in Pulheim passiert ist? Ey, ich musste gestern eigentlich total lachen darüber. Ne? Es ist eigentlich,
traurig, dass einer auf so eine Idee kommt, aber ich musste auch gleichzeitig darüber lachen, über die Dummheit, ne? Und zwar war gestern in Pulheim einer hergegangen, der hatte ein Wespennest. Hat ja niemand gerne. Ja. Ne? Hat ja wirklich niemand gerne, habe ich ja auch schon gehabt. Der ist hergegangen, hat ein Deo-Spray genommen, ein Feuerzeug, hat versucht also quasi eine Art Bunsenbrenner damit zu erzeugen, hat es auch geschafft und hat den kompletten Dachstuhl abgebrannt. Ja, klar. Das ist hochexplosiv. Ich meine. Ich finde sowas lustig. Außerdem darf er das doch gar nicht. Wespen stehen doch unter Naturschutz. Nicht alle. Soweit ich weiß. Also ich hatte. Oh, ich habe ja einen Fehler gemacht. Ich hatte mir das Wespennest auch wegmachen lassen. Ich habe es nicht selber wegmachen lassen, aber ich habe es wegmachen lassen. Es gibt ja tausend verschiedene Arten von Wespen. Und die ich hier aber hatte, die waren ziemlich aggressiv. Ich habe Und Wespen auf meinem Balkon, die sind ganz friedlich. ich hatte keinen Bock darauf gehabt, im Sommer auch mit zu im Fenster schlafen zu müssen, weil andauernd irgendwelche Wespen reinkamen. Und da habe ich die damals Nachts. vernichten. Ja, klar. Meine Wespen schlafen nachts. Und deswegen habe ich sie vernichten lassen. Ich brauche Ich die dachte, die nicht. stehen unter Naturschutz alle. Nee, n-n. Es gibt welche tatsächlich, die stehen unter Naturschutz, aber das können. Ach, wie heißt der Beruf jetzt noch? Schädlingsbekämpfer. Die müssen dann quasi, wenn die Wespen sehen, dann sehen können, ja, ist das eine, die unter Naturschutz steht oder nicht. Und ich habe meine definitiv damals vernichten lassen. Boah, ich bin letzte Woche. Ich noch gar nicht erzählt, ne? Letzte Woche Mittwoch. Ich gehe in mein Bettchen. Mach bei mir am Bett habe ich so eine Nachttischlampe. Ich mach die aus. Leg mich auf mein Kopfkissen. Auf einmal denke ich so, boah, was brennt das gerade so in deinem Gesicht, ne? Ich habe noch richtig Glück gehabt, dass ich die Wespe, die sich auf meinem Kopfkissen befand, noch schnell weggeschlagen habe. Dass die nicht alles injizieren konnte, weißt du, von ihrem Gift. Ja, ich dann direkt aufgesprungen, die Lampe wieder angemacht. Bin auf Toilette und hab das erstmal gekühlt, weil es hat gebrannt wie Sau. Bin dann wieder in mein Bett und hab die erstmal überall gesucht, weil die musste ja noch irgendwo sein. Überall nach der gesucht, ich hab die nicht gefunden. Da hab ich gedacht, ja, okay. Vielleicht hast du sie auch neben deinem Bett, weißt du, so seitlich, wo die Wand ist, runtergeschlagen und kommst jetzt nicht mehr dran, ne? Ich heb die Bettdecke hoch, da saß das Drecksfieder. Alter, ey, da bin ich runtergegangen, Fliegenpatsche und weg mit der, ey. Mann, ey. Was für ein Drecksvieh. Nee, eine Allergie habe ich Gott sei Dank nicht, aber ich habe halt Glück gehabt, weil die hat mich ja in mein Gesicht gestochen. Dass ich die schnell so weggeschlagen hatte. Sonst hätte ich dicke Backen gehabt, ne? Weil das wird ja direkt dick bei einer Wespe. Und das brennt wie Hölle. Brennt einfach wie Hölle. Einfach nur eklig, Drecksviecher. Die können ja nur nichts dafür. Die machen halt nur, was sie gelernt haben in ihre Instinkte. Ja, die haben nichts in meinem Zimmer zu suchen. So. Da hat sie sich verirrt. Schon gar nicht auf meinem Bettkissen. Das macht die doch auch nicht absichtlich, um dich zu ärgern. Ja, anscheinend schon. Ja, tatsächlich. Ja, das Also kam mir so. auf meinem Balkon direkt unter meinem Schlafzimmerfenster, da habe ich so ein Efeu, da sind Wespen drinne, die haben sich da, fühlen sich da wohl, die haben sich da auch vermehrt. Ich hänge da auch immer Wäsche auf meinem Balkon, dann kommen sie immer gucken, was ich da mache. Und wenn ich den Efeu gieße, kommen sie an und gucken, was macht die Frau da. Aber die sind ganz friedlich und nachts schlafen die. Da ist nichts mit Wespe irgendwo. Nee, ich traue denen kein Meter mehr. Diese Drecksviecher.
ich habe immer noch zu wenig von die. Das ist Knäppkes. Knäppkes, aber ich glaube dennoch. Machbar, wenn wir so hier hingehen. Ach so. So, jetzt haben wir. Habe ich denn jetzt genug, um hier einmal rum zu kommen? Ach, ist doch kackjes hier. So. Dann machen wir jetzt wirklich hier Stufe. In Berlin war heute die große Demo der Corona-Gegner, der Pandemie-Gegner. Ja, hoffentlich ist die Hitze denen zu Kopf gestiegen. Ne? Die brauchen keine Hitze, damit denen was zu Kopf steigt. Da ist ein Vakuum drin, da zieht immer alles Mögliche an. Naja, jedenfalls musste die Polizei die dann auflösen, weil natürlich kein Mundschutz, kein Abstand. Nix, ne? Da, ich kapiere das nicht, ja. Ich vor auch. Allen Dingen, mit wem die sich da einlassen, da sind so viele Nazis mit drunter, weißt du, man muss da wissen, wo man da mitläuft. Die haben kein Gehirn, dass sie irgendwie mal anschalten könnten oder so, das ist zu viel, weißt du? Ja. Und leider ist das Virus nicht so selektiv, dass die dann da alle das abkriegen. Man müsste, also schade, dass es solche Leute meistens nicht trifft. Eben, aber ne? Wenn, wäre das echt natürliche Auslese. Ja, finde ich auch. Meine Schwester ist gerade bei einer Freundin in Berlin übers Wochenende. Berlin ist schon cool. Kommt drauf an. Gibt elende Dreckecken, aber gibt auch schöne Ecken. Ich hatte doch eben diese 64 Stück von denen. Wo sind denn die jetzt geblieben? Ja, wer weiß, was du da wieder fabrizierst. Also, da muss man wirklich noch mal extra was holen gehen. Ich hatte jetzt letztens, als ich
Was hatte ich denn da gestreamt? Ach ja, da hatte ich zuerst Zelda, genau, Zelda gestreamt. Und dann war einer, der schrieb, der war ganz nett. Ja, dass er irgendwie voll Bock auf Minecraft hätte und so, ne? Weil ich sagte, dann spiele doch und so. Ja, sagte er, würde gerne so asiatisch bauen, ne? Aha. Und dann habe ich dann hinterher Zelda beendet und habe dann umgeswitcht. Dann, na, ich muss ja dann das Programm, worüber ich ja Zelda streamen kann. Aber es geht ja leider nicht über OBS. Dann geschlossen, bin dann mit OBS dann in den, habe ich den Stream angemacht und bin dann in Minecraft rein, hab den dann so um den Dom gezeigt, wie er dann vielleicht so die Dächer bauen könnte, dann so, ne? Und hab ihn dann After Humans gezeigt. Und der hatte sich auch After Humans alles runtergeladen und so, der war so traurig, der hat es nicht ans Laufen gekriegt, ne? Aha. Und der ist jedes Mal rausgeflogen, ne? Und ich sag, hör mal, wie viel Gigabyte gibst du denn? Minecraft, ne? Ja, sagt er, keine Ahnung, wo sehe ich denn das? Ja, ich sag, standardmäßig ist 1 Gigabyte angegeben. Ich sag, ich habe zum Beispiel Minecraft, ich weiß gar nicht, 6 oder 8 Gigabyte, ne? Und dann hat er das dann, habe ich dem das gezeigt, wo er das ändern kann und so. Und seitdem nie wieder was von dem gehört. Ich glaube, der kann richtig schön zocken jetzt. Na dann. Gute Pfadfindertat. Ich muss Ja. bei mir mal Licht anmachen. Hier wird es jetzt gerade ganz duster. Moment mal. Mach das.